Moin ihr Lieben, hier ist wieder euer Easy von Edeka und heute machen wir ein koreanisches würziges Bulgogi. Dafür bereiten wir zunächst das Rindfleisch zu und marinieren dieses, bevor es im Wok angebraten wird. Anschließend kochen wir den Reis und bereiten das Gemüse vor. Zum Schluss übereinander stapeln und genießen. Los geht's! Bulgogi ist ein traditionelles, beliebtes Gericht aus der koreanischen Küche und bedeutet übersetzt Feuerfleisch, weil es auf Gitter über Kohle gegrillt wird. Man kann das aber auch in der Pfanne oder im Wok zubereiten. Für unser Bulgogi brauchen wir als allererstes 750 Gramm Fleisch. Ich nehme Entricot, ihr könnt aber auch Bürgermeisterstück nehmen und das frosten wir ungefähr 60 Minuten im Tiefkühler, damit man das besser dünner schneiden kann. Jetzt starten wir mit der Marinade und dafür brauchen wir 3 Knoblauchzehen. Die werden geschält und kommen in einen Messbecher. Dann brauchen wir einen Bund Frühlingszwiebeln. Der wird in schöne feine Ringe geschnitten. Die Hälfte der weißen Zwiebelringe kommt auch mit in den Messbecher. Und jetzt kommt das Grüne von den Frühlingszwiebelnringen auf den Teller. Und die stelle ich schon mal kalt. Dann brauchen wir 100 ml Sojasauce. Wir nehmen die helle. Das kommt auch in den Messbecher. Als nächstes brauchen wir 3 Esslöffel Kokosblütenzucker. Das geben wir mit dazu. Und falls ihr das Rezept nochmal nachlesen wollt, das ist wie immer in der Infocard verlinkt. Dann brauchen wir 2 Esslöffel geröstetes Sesamöl. Und jetzt wird alles fein püriert. Jetzt kommen die restlichen weißen Frühlingszwiebelringe in den Messbecher hinein. Als nächstes wird das angefrorene Fleisch hauchdünn geschnitten. Ihr könnt sehen, es ist nicht komplett durchgefroren, aber hat eine bessere Struktur zum Schneiden auf jeden Fall. Ich versuche das Fleisch hauchdünn in Scheiben zu schneiden. Beim Bulgogi nimmt man auch gerne Schweinefleisch, Geflügel oder sogar Kugelfisch. Welche koreanische Gerichte isst ihr am liebsten? Schreibt es gerne in die Kommentare. In Korea benutzt man eine scharfe Schere, um das Fleisch in Scheiben zu schneiden. Jetzt kommt die Marinade drüber. Dann kommt der Deckel drauf. Alles gut mischen. Und das Ganze 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Wir brauchen als nächstes 300 Gramm Sushi-Reis. Der wird gewaschen und nach Packungsanweisung zubereitet. Durch das Waschen entfernen wir die Reststärke aus dem Reis. Alles in den Topf und dann in ausreichend Wasser kochen. Als nächstes brauchen wir 1 Esslöffel von dem hellen Sesam und den rösten wir in unserem Wok. Ihr könnt aber auch Pfanne dafür nehmen. Als nächstes kommen unsere Beilagen und dafür nehmen wir 350 Gramm eingelegten Rettich. Den bekommt ihr in jedem Asia-Shop und in einem sehr gut sortierten Supermarkt. Den schneiden wir in feine Scheiben. Dann brauchen wir 300 Gramm Kimchi. Kimchi ist ein fermentierter Chinakohl, der mit ganz viel Chili eingelegt wird. Und ihr könnt ihn abtropfen lassen. Ich mache das nicht. Ich mag diesen leckeren Sud. Ich habe hier 100 Gramm Römersalatblätter. Die sind gewaschen und geschleudert. Und traditionellerweise würde ich Sesamblätter nehmen. Ich finde aber, in ein Römerblatt passt viel mehr rein als in ein Sesamblatt. Dann haben wir hier 6 Esslöffel von der Samyang-Soße. Samyang-Soße ist eine würzige Paste aus fermentierten Sojabohnen. Sam bedeutet eingewickelt und Yang bedeutet dicke Paste oder dicke Soße. Und das brauchen wir unbedingt zum Befüllen von unserem Römersalatblätter. Es ist soweit, unser Fleisch wird gebraten. Ich hole das mal aus dem Kühlschrank. Und jetzt braten wir das nach und nach Scheibe für Scheibe in unserem Wok. Ihr könnt aber auch eine beschichtete Pfanne nehmen. Wichtig ist, dass die Pfanne schön heiß und fettfrei verwendet wird. Das Fleisch wird scharf von allen Seiten 1 bis 2 Minuten lang angebraten. Jetzt nehmen wir unsere Verpackungssoße oder Samyang, streichen wir die aufs Blatt. Etwas von dem Rettich drauf. Etwas Kimchi. Dann natürlich etwas von unserem Sushi-Reis. Und jetzt kommt das Fleisch drauf. Das sieht wirklich fantastisch aus. Jetzt noch Frühlingszwiebeln und Sesam. Und jetzt wird eingepackt und probiert. Es ist würzig, scharf, saftig, aber auch diese Frische durch den Salat. Richtig gut gelungenes Bulgogi. Ihr Lieben, hier sind 2 weitere Videos für euch. Unbedingt anschauen, nicht vergessen, uns zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Easy.